Ich verbringe Weihnachten mit der Familie zu Hause im Forsthaus, weil wir halt die Tiere haben, ne, die man noch versorgen muss, Pferde und noch ein paar Ziegen. Und da kommt auch die Familie. Und ich vermute, die Frage wird wahrscheinlich lauten, steht denn da auch ein Weihnachtsbaum? So lautet die Frage nicht, aber da steht einer. Wie immer eigentlich zu Hause, hoffentlich mit den Kindern. Und ja, ganz unspektakulär. Also wir verreisen da nicht. Das ist für uns ein Familienfest. Es ist wichtig, dass wir dann alle zusammen sind. Also Weihnachtsbräuche gibt es eigentlich zwei, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der erste wirklich ein Brauch ist. Als ich ein Kind war, da war es üblich, dass der Christbaum heimlich geschmückt wurde vom Christkindl. Und wir Kinder standen da mit staunenden Augen davor. Und als unser Sohn, der Max, war damals, glaube ich, 2 Jahre alt, wie wir heimlich Christbaum schmücken wollten, aber es war so grauenhaft schlechtes Wetter. Man konnte mit dem Kind nicht raus, man konnte es nicht ablenken. Und wir hatten damals ein schwedisches Au-pair. Und die hat zu uns gesagt, in Schweden schmücken wir den Baum, die ganze Familie. Und dann haben wir das gemacht, haben wir mit Max zusammen den Baum geschmückt und das ist heute noch ein Ritual. Wir kommen zum Frühstücken zusammen am 24. Nach dem Frühstück wird der Baum geschmückt. Und das Zweite ist jetzt wahrscheinlich seit 15 Jahren, dass mein Mann an Weihnachten eine Leberpastete selber macht. Und die darf inzwischen nicht mehr fehlen. Es ist überhaupt nicht mein Fest. Ich habe Weihnachten nie gemocht. Ich finde es ein seltsames Fest, weil man so an einem Tag quasi gezwungen wird, fröhlich zu sein und Geschenke zu machen. Ich schenke lieber während des Jahres, wenn ich gerade etwas sehe. Es ist nicht mein Fest und ich bin schon seit vielen Jahren eigentlich immer geflüchtet an Weihnachten. Ich bin auch froh, dass ich mich nicht diesem Konsum aussetzen muss, der hier zu Lande herrscht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in Sansibar eine Freundin habe aus Südafrika und sie ist ein so großer Fan von Weihnachten, dass sie Weihnachtsfeiern organisiert. Und letztes Jahr war das so, dass ich den Auftrag hatte, Eis zu besorgen, um die Drinks kühl zu stellen. Und das ist auf Sansibar wirklich eine Herkulesaufgabe. Ich habe es dann ganz knapp noch geschafft. Oder dann ein anderes Mal musste ich Schweizer Käse organisieren und mitbringen. Und das habe ich dann nicht geschafft. Das war nicht möglich, auf Sansibar Käse zu kriegen. Also Weihnachten sieht dort unten ein bisschen anders aus. Also ich verbinde natürlich wie viele andere Menschen in unserem Kulturkreis Weihnachten natürlich mit diesem ganz besonderen Fest, das wir feiern, mit der Geburt Christi. Ja, Weihnachten bedeutet für mich grundsätzlich eine besinnliche Zeit. Warum auch immer, man kommt in eine andere Stimmung, man kommt in eine besinnlichere Stimmung. Es hat viel mit Familie zu tun, mit Zusammenkommen. Man sieht Familienmitglieder, die man normalerweise vielleicht selten oder gar nicht sieht das Jahr über. Man trifft sich, man ist zusammen. Es ist tatsächlich, es heißt ja so schön, das Fest der Liebe. Und das ist es aber unterm Strich tatsächlich. Und dabei muss ich das gar nicht an irgendwelchen Kirchen oder ähnliches festmachen, sondern rein an Menschlichen. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir sind dazu übergegangen, Weihnachten tatsächlich im ganz kleinen Kreis zu feiern, also den eigentlichen Weihnachtsabend und dann an den folgenden Weihnachtsfeiertagen uns mit Freunden zu treffen und mit denen dann gemeinsam diese Tage zu begehen. Sodass man also wirklich, wenn Weihnachten vorbei ist, sagen kann, ich habe im Grunde genommen alle meine Lieben, alle die mir was bedeuten, habe ich mal um mich gehabt und habe Zeit mit denen verbracht. Und das ist der Kern von Weihnachten für mich. Und so wird es auch dieses Jahr sein. Ich würde gerne was zu meinem Weihnachtsbaum sagen. Ich habe immer überlegt, was nimmt man denn da? Öko oder nicht? Oder echt? Oder Kunststoff? Oder gar keinen und nur ein Gesteck? Wir haben alles durchprobiert und sind mittlerweile bei einem Kunststoffbaum gelandet, weil die mittlerweile so täuschend echt aussehen. Und ich vermute, dass das in der Ökobilanz deutlich besser ist. Ich weiß, da sträuben sich bei verschiedenen Leuten die Nackenhaare. Die sagen, ich brauche den Geruch. Ich sehe, dass bei Weihnachtsbäumen auch relativ entspannt, das ist wie Gemüse. Das wird auf Feldern angebaut, wenn es geht, eben mit einem Ökosiegel, dass es nicht zu viel gespritzt ist. Hilft einem auch selber, weil das Zeug gast ja auch im Wohnzimmer aus. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir gesagt haben, wenn es geht, ein Baum, der mit ein bisschen guter Behandlung 20 Jahre hält, könnte die bessere Alternative sein. So, Weihnachten ist für mich auch das Drumherum vorher. Also erstmal natürlich die Jahreszeit, es wird dunkler. Dadurch wird es automatisch drinnen gemütlicher. Das Wetter ist meistens regnerischer, macht es dann auch gemütlicher.
Dann haben wir natürlich auch einen Adventskranz. Also dieser Geruch gehört dazu. Und auch so ein bisschen Nadelbaum. Ich bin ja jetzt nicht der Nadelbaum-Befürworter, aber Nadelbäume sind A, schön und zu Weihnachten doppelt. Der Geruch ist einfach gut. Und auch wenn man mal so eine Nadel in so einer Kerze verpuffen lassen kann, riecht auch klasse. Dann gehören Plätzchen dazu. Also ich selber bin ein absoluter Einfach-Plätzchen-Typ. Diese normalen Mürbteig-Ausstechplätzchen, die liebe ich. Bietet aber kaum jemand an und ich selber mache es ja extrem selten. Aber das gehört für mich alles dazu und dann natürlich an Weihnachten auch das Thema Geschenke. Also untereinander, meine Frau und ich haben das abgeschafft unter den Erwachsenen, aber bei den Kindern haben wir es beibehalten. Vor allem bei den Enkelkindern, die es ja jetzt auch gibt. Das gehört wirklich einfach dazu. Um die Weihnachtsgeschenke haben wir uns noch nicht gekümmert. Also ich weiß, dass es dieses Jahr schwierig werden könnte. Man hört ja sowas von den Lieferketten, von Papiermangel, so Stichwort Buch. Also ich bin da einfach optimistisch. Ich glaube, der Buchhandel, wie auch Weltbild zum Beispiel, hat sich sicher gut bevorratet. Und da kann man, ich denke, auch so 3-4 Wochen vorher entspannt nochmal durchstöbern. Ich habe ja eine amerikanische Freundin und die macht dann immer Truthahn. Aber es ist überhaupt nicht so wie hier in Europa. Als ich gereist bin, war ich gerne Weihnachten weg, weil ich habe keine große Familie. Es ist mittlerweile nur noch meine Mutter übrig. Und wir haben natürlich sehr viele Weihnachten zusammen verbracht. Und wenn ich in Deutschland bin, da gab es von meinem Englischclub an Weihnachten treffen, an Heiligabend, zu dem ich viele Jahre gegangen bin. Letztes Jahr war es ja nicht möglich. Und da war ich dann bei meiner Mutter und wir haben zusammen Fernsehen geguckt. Aber ich finde es natürlich schöner, mit anderen Leuten den Heiligabend zusammen zu begehen. Und wir waren dann immer in einem chinesischen Restaurant, eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten. Und jeder hat ein Geschenk mitgebracht und dann gab es Wichteln und dann hat man dann eine Nummer gezogen. Wir haben uns schön unterhalten. Wir gehen in Frankfurt dann immer auf das Glockengeläut. Da sind die Glocken von der Paulskirche vom Dom und die ganzen anderen Kirchen rumrum abgestimmt. Das fängt, glaube ich, um 16.30 Uhr an und geht bis 17 Uhr oder um 17 Uhr, ich weiß jetzt nicht genau, und geht bis 17.30 Uhr. Und das ist wunderschön, da ist die Stadt auch immer richtig voll gewesen und danach hat man sich dann halt in dem Restaurant getroffen.